So, hier mal ein kurzer Einblick. Alter. Ist doch schon alles, eben, das war eine Eigen-Collection, was hier alles auf der Straße ist. Hier ist CBO, die neue fährt hier auch schon rum. Alter, hier ist voll. Bis hinten durch. Und da ziemlich ruhig, weil es ziemlich warm ist hier. Das ist echt heiß. Das geht jetzt auch am Wasser hinten noch weiter. Das habe ich gestern Abend erst gesehen. Dass man da, dass da auch noch so alles Mögliche aufgebaut ist. Ja, auch viele neue hier. Hier ist Streetlight. Also die fahren ja auch fette Maschinen. Guck mal, wie ich aussehe. Ich komme ja gerade aus diesem, Adventure-Rennen da. Wir sind nach Panamerika gefahren. Alter, ich sehe aber auch aus. Meine Klamotten nur komplett. Also ich sehe raus wie so ein Crossfahrer. Schöne Springergabel hier. Wow! Herrlich. Schöne Maschinen haben die Italiener hier. Es sind viele Italiener hier, ist klar. Guck mal, das geht da hinten, ist der Torbogen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Da ganz hinten ist der Torbogen. Also das ist schon eine große Veranstaltung. Das habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Guck mal hier, was die hier für Eimer fahren. Alles schick. Schöne Lackierung. Ja, auch hier. Sie. Schönes Bike fährt sie. Hier auch, ah, schön matt. Was haben wir denn hier alles? CBO. Alter, die fahren hier alle fette Dinger. Umgebaut. Wir haben schöne Verkleidung mal vorne ran gemacht. Und die Streetbob, der macht auch das Beste draus. Mit Taschen hinten dran. Ja, wenn ich jetzt hier so durchgehe, Alter, aber wir haben hier irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie heiß das ist hier. Mal hier schön, schön schwarz. Ja, da drüben aber viel Farbe ins Spiel hier. 103er noch. Damit waren wir im Knick. Hier, Industrie Yellow. Ich sag mal, die fahren hier viele neue Maschinen. Gehen wir mal zum Gelände nach vorne. Ja, wir haben jetzt irgendwie nachmittags hier. Also Freitagnachmittag, falls ich hier selber hier irgendwie durcheinander komme mit den ganzen Zeiten. Auch eine geile Lackierung hier. Ich meine, das muss ja auch sowas mal hinkriegen hier. So kontrastartig, ne? Do not disturb on riding motorcycle. Da hinten kommt wieder was. Ah, die suchen Parkplätze. Hier, schöne ST, die ist auch immer geil. Da machst du auch nichts falsch mit. Aber hier, guck dir an, Alter, was hier rumsteht. Die neue Streetlight. 120 Anniversary. Legendary Orange. 117er. Oder was ist das? Ist das Legendary? Ich weiß gar nicht. Was ist denn das eigentlich? Von wann ist die denn? Die habe ich auch so in der Farbe. Doch. Die ist vor 2 Jahren? Oder war die letztes Jahr? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ja, auch auffällig, ne? Hier nochmal. Schau mal die Dinger an hier. Hammerhart. Hammerhart. Wo kommen die denn her? Tschechei. Der hat die schon gleich umlackiert hier. 121er. Hier auch 121er. Ja. Sportster. Ja, ich muss ja nicht den Erklärbär machen hier, aber. Ja, ist schon auffällig, was hier rumsteht. Wo sind die anderen jetzt abgeblieben? Die haben da wohl irgendwo einen Parkplatz gefunden. Das waren auch fette Tourer alles. Was ist denn hier los? BMW? Boah, ist doch geil hier. Die ganzen Cafés hier. Fatboy.
Die ganzen Cafés hier richtig schön entspannt. Und darunter ist das auch schön kühl. Alter, ich verstehe das gar nicht. So viele CVOs stehen doch bei uns nicht rum, oder täuscht mich das jetzt? Hier steht es ja völlig normal, dass du hier eine CVO fährst. Da, das ist die mit den geilen. Diese Lackserie, wie hieß die noch? Die haben doch diese Barn Shield da so richtig schön klein gemacht. Oder guck dir das Ding mal an hier. Auch nicht schlecht. Man wäre jetzt nicht mein Favorit, wäre nicht mein Geschmack. Das ist mir zu viel. So, die Öle ist da so hochgelegt hinten. Das fand ich bei mir bei der ST, mit der ich unterwegs war, besser. Aber es ist Geschmackssache, ne? Der Lenker da, das ist auch eine coole. Ja, wäre aber auch nicht so meins. Aber ist anders. Ne? 117er. Auch einen fetten Ape da dran. Geil. Ralle! Fährst du hier alleine rum? Volker! Na, mein Guter, schon wieder. Schon wieder. Wie so ein Magnet sind wir hier heute. Ja, Lollek und Bollek. Jo, alles gut. So. Ja, Ralle. Hat sich eben noch mal frisch gemacht. Neues T-Shirt, sagt er. Ich bin ja jetzt hier gleich ins Getümmel. Der macht das ja den ganzen Tag da rumcrossen. Lassen Sie ihn da nicht reinfahren. Da muss man aufpassen. Ralle hat eine kurze Lunte. So, hier. Guckt euch das an. Wir hoffen, dass wir sein Helm. Ja. Oh, hier, Icon. Magenta, mit der bin ich ja in Milwaukee rumgefahren. Die sieht aber auch ganz schön dreckig aus. Wo hat er, wo kommt der denn her? Frankreich. Na ja, gut, dann darf sie so aussehen. Was hat er da? 378. Von 750. Ich finde die schick. Ja, also ihr seht, was hier los ist. Hammerhart. Ja, da drüben ist ja die Expo. Da ist es jetzt ein bisschen luftig. Aber die Leute verteilen sich ja alle in den Cafés und so. Ach, guck mal, da hinten ist Zeit. So, ich will lieber Bikes gucken, ne? Ja. Ah, hier auch fett. Mal auf, was wir nicht überfahren. Oh, so eine schöne Fatboy. Eich. Oder? Geil, oder? Hier das neue Blau. Oder hier, Deluxe. Ist auch ganz geil. Ich meine, das Blau ist fett. So, jetzt da hinten. Guck mal. Alter. Guck mal, was hier alles für Maschinen fährt. Hier nochmal Icon Collection. Mal sehen, wo der herkommt. Was haben wir denn da für eine Nummer? Ich gucke ja gerne mal die Nummern. 133 von 1000. Das ist ein Schweizer. Hier. Fast Johnny. Und der hat seine noch ein bisschen frisiert hier. Was hat der da für Blinker dran? Was hat der da überhaupt alles dran? Den hab ich auch noch nicht gesehen. S&S? Alter, was hat der denn mit dem Ding gemacht? Guck mal, die Reise. Alter, die ist aber hammerhart. Wo kommt der denn her? Italien. Und ich möchte nicht wissen, was für ein Radau die Kutsche macht. 128er hat er da drin. Und er hier? Er verzaubert uns original. Aber was der da hat, das Ding ist hammerhart. Öl ins hinten dran.
Das war vorne noch Ölins. Ja, musst du auch machen. Werner, musst du alles machen. Vorne, hinten. Weil vorne unterschätzt man auch. Vorne brauchst du auch die Stabilität. Baust du eigentlich hinten auf, aber wenn du vorne bremsen willst und so, dann muss das auch funktionieren. So, das war jetzt mal so ein kleine Rutsche hier mal durch. Ich bin immer noch überrascht, was hier so alles am Böcken ist. Und wir haben jetzt hier Nachmittag, es ist knallbrütend heiß hier. Also ich meine, ich renne hier mit den fetten Klamotten rum. Heute mal mit Cap. Bin ja nicht so der Cap-Träger. Aber jetzt werde ich mal ins Getümmel gehen. Und selber noch mal so ein bisschen gucken. Und Leute treffen, was da so alles dazugehört. Und ja, aber viele sind auch am Strand und in den Cafés versteckt. Und, aber ihr seht, das geht bis hinten runter. Da stehen überall Bikes drin, auf der anderen Seite, oben, unten. Und das ist ja also ein Riesenareal hier. Das ist echt groß. Bin echt immer noch überrascht. Also, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Senegal, ja.